Hallöchen allerseits und willkommen zum 9. Winter hier in unserem Lieblings-Lunch-Wirtschaftsspielchen Stardew Valley. Und ja, was soll ich sagen? Das letzte Mal war ein berauschendes Angelfest gewesen. Jetzt kehrt wieder der schnöde Alltag ein. Aber der muss eigentlich auch nicht so schnöde sein. Mal sehen, wie wir uns den Tag füllen können, wo wir ja nicht allzu viel herkömmliche Landwirtschaft zu tun haben. Klar, ein bisschen um das Viehzeug kann ich mich kümmern. Das steht außer Frage, aber ne, ist auch nicht alles im Leben. Der Tag ist lang und muss gefüllt werden, deswegen vielleicht mal wieder einen Versuch, den Feuerquarz zu erobern, wenn man das so sagen will. Vielleicht wird das hier was, man weiß es nicht, aber erstmal will ich hier melken. Habe ich dich schon begrüßt? Ja, habe ich offenbar. Da war ich mir nämlich nicht ganz so sicher gewesen, aber ich bin manchmal klüger, als ich selbst denke. Jo, packen wir das Ganze doch mal gleich dann rein. Ja, mittlerweile ist der Stall so groß, dass ich in der Theorie die Käsemaschinchen auch im Stall hätte lagern können, aber egal. Das ist jetzt eh zu spät. Ich weiß gar nicht, ob ich die Bäume gießen soll oder nicht. Ich glaube nicht. Würde mich zumindest ehrlich gesagt ein klitzekleines bisschen wundern, wenn ich das müsste. Und hier haben wir gleich dreimal Sternekäse. Und mal sehen, was bringt der Ahornsirup? Ich habe ja genug davon derzeit. Und hier landet mal ein bisschen Milch drin. Kann man ja etwas ansammeln. Um dann an einem Tag vielleicht etwas mehr Käse da zu haben. Och, ja, ein bisschen Wildhonig, nur eins, aber noch ein bisschen Feenrosenhonig. Also, wenn ich tatsächlich mal so richtig Geld verdienen will, ich habe theoretisch die Möglichkeit. Und mal sehen, in meinem Kalender hier. 9. Winter, nee, da ist kein Geburtstag. Aber demnächst ist wieder eine. Demnächst, am nächsten Tag, der hier verfügbar ist, da kann ich mal wieder schön beschenken, was ich am liebsten mache. Eigentlich, ja, ich habe rote Kleidung. Ich bin quasi hier im Spiel Santa Claus. Nur ein bisschen anders halt. Ja, nee, ist klar. Eine Winterwurzel und ein bisschen Lehm. Boah, hier ist einiges verbuddelt. Also im Winter scheint sich hier irgendein lustiger Kobold rumzuschleichen und Dinge im Erdboden zu verstecken. Unter anderem Hühnerstatuen, wie wir ja aus einer anderen Folge wissen. Warum auch immer Hühnerstatuen, ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie müssen die ja da hinkommen. Und ich dachte, vielleicht kann ich da irgendwas rausholen. Aber ist vermutlich nur Beleuchtung und keine Beeren oder zumindest keine essbaren. Aber ich esse auch giftige Beeren, so ist nicht. Man nimmt, was man bekommen kann. Aber erstmal jetzt schön hier wieder gehen Mine. Ach, die Robin hat auch einen freien Tag, wie es scheint. Das ist doch schön. Soll sie mal genießen. Sie hat ja schon in letzter Zeit mehr als genug für mich gebaust. Gebaut. Wollte gebastelt sagen und gebaut und irgendwie, ja, vermischt sich das mal wieder. Wie so oft bei mir. Ich sollte mich mal klarer entscheiden, welche Worte ich benutze. Hui, was haben wir denn da? Ein Aquamarin. Oh, und eine Leiter. Zack, den nehme ich auch gerne mit. Ein Karottchen. Ist was, Dog? Okay, dann kann ich hier schon wieder Gold abbauen. An Gold wird es mir in nächster Zeit, glaube ich, nicht mangeln. Davon habe ich aus irgendeinem Grunde mehr als genug derzeit. Ich weiß nicht, wie es kommt. Nee, da ist auch nichts, wobei ich kann ja immer noch gucken hier. Hm,
Nee, da war ganz offensichtlich auch keiner mit dabei. Schade. Oh, und jetzt wird's ganz duster. Ah, da sehe ich schon Licht am Ende des Tunnels. Auch wenn kein Tunnel vorhanden, aber das ist doch egal. Das interessiert mich doch nicht, ob meine Sätze logisch sind in sich oder nicht. Oh, und jetzt wollen auch noch irgendwelche Flatterviecher ankommen. Oder wie soll ich das interpretieren? So, irgendwie abgewehrt das Ganze. Und ich sehe zumindest wieder einen normalen Quarz. Und wie viel bringt das überhaupt? 10 Gesundheit, nö, dann gönne ich mir lieber wieder eine Kristallfrucht. Die sind zwar scheiße teuer eigentlich, aber hey, man gönnt sich ja sonst nichts im Leben. YOLO und so. Woo, aber irgendwie nichts Brauchbares drin. Dann lieber einmal hier schön Diamant abgreifen. Davon habe ich in letzter Zeit ja so viele verschenkt. Da brauche ich mal wieder neue. Nö. Und hier vielleicht. Nein, irgendwie nicht. Alter, hier muss doch irgendwo mal ein bescheidener Feuerquarz drin sein. Hehehe. Witzbolde. Mine verlassen. So. Bisschen Lebensenergie sparen. Und dann einfach bei der 85 einsteigen. Ja, ja, zählen muss man können. Was ist das für eine Zahl, die da steht? Nein, es ist die 85. So. Und jetzt mal wieder ein bisschen Stein. Gibt zwar schönere Dinge im Leben, aber egal. Ey, da muss doch irgendwo mal hier so ein bescheuerter Feuerquarz vorhanden sein. Das geht doch nicht. Ich komm mir echt verkackeiert vom Spiel vor. Irgendwas hat das Spiel gegen mich, aber mal so ganz gewaltig. Ich will nur ein bestimmtes Feuerquarzchen haben. Was anderes will ich gar nicht. Ich will kein Auto, ich will keine Villa. Ich möchte nur so ein scheiß Steinchen haben. Das kann doch eigentlich nicht so viel verlangt sein. Aber ganz offenbar irgendwie dann doch. Ah, ich seh's, ich seh's. Ja, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich bin glücklich. Geh weg da. Ich bin glücklich, ich will nach Hause. So, wobei, nö, so viel Zeit muss noch sein. So, like it, Sir. Manche Dinge sind einfach wichtiger. Aber ich hab Feuerquarz. Ach, das ist herrlich. Jetzt werde ich ein echter Held. Ich gehe in die Annalen der Landwirtschaft ein, indem ich Bergbau betrieben habe. Naja, irgendwas ist ja immer. Und der Alex ist da wieder unterwegs. Geh weg, du. Du machst dich nicht hier an meine Braut ran. Wobei, bist ja jetzt woanders. Kluger Schachzug. Warte mal. Hier muss ich doch hin, genau. Wo haben wir denn das Bergbauteil? Nee, das war's nicht. Ich glaube, das war hier der Boiler. Wenn ich nicht ganz irre bin. Bündel Geologe, ja, da haben wir es. Und endlich. Tada! Bündel komplett. Und mal sehen, was gibt's denn hier nochmal als extra Belohnung? 5 Omnigionen. Praktische Sache, das nehme ich gerne an. Okay, da muss ich wieder mal händisch rausgehen. Und schockschwere Not, das kenne ich doch eigentlich schon. Warum erschrecke ich mich da noch immer, wenn ich doch mittlerweile die Junimo kenne? Wir helfen gern. Das Haus gehört schließlich nicht uns. Tiki-taki, 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 tiki-taki. Ich hab was, ich hab was.
Ich bringe es weg, ich bringe es weg. Und jetzt kommt's gleich. Hoffe ich. Abwarten und... Da, ich hab's. Oh, ganz fleißiges Viech. Kann Dinge ertragen, die größer sind als es selbst. Und noch viel wertvoller. 3 von 6 Sternen habe ich jetzt. Yes! Also, wenn es hier nicht vorangeht, weiß ich auch nicht weiter. Mal sehen, wie sieht der Raum jetzt aus? Kann ich die Kohle hier nehmen? Hey, wieso kann ich die Kohle hier nicht rausnehmen? Beschiss! Die bescheißen mich von vorne bis hinten. Mann, Mann, Mann. Aber egal, ich habe wieder was Schönes freigeschaltet und das ist echt eine ganz, ganz praktische Angelegenheit. Also, die ist echt brauchbar. Für den eiligen Reisenden auf jeden Fall. Das habe ich nämlich schon mal gehabt. Ich glaube nicht in meinem Let's Play, sondern als ich erstmals das Spiel privat so, nur so für mich gespielt habe. Yippie, Marmelade. Was gibt's denn noch hier, was ich in Marmelade verarbeiten kann? Blumenkohl. Wer kennt sie nicht, die gute alte Blumenkohlmarmelade? Beliebt bei Jung und Alt. So, schöne Blumenkohlmarmelade. So gehört sich das. Naja, zumindest eingelegt. Ist ja nicht alles Marmelade, was man irgendwo einlegt. So, dann können wir hier mal einen Käse rausnehmen. Ja, und dann gucke ich eigentlich auch mal, was die Marmelade sagt. Ob die Hallo sagt oder ob die sagt, verzieh dich. Oder ob die sagt, Mensch, ich bringe richtig toll Gewinn. Gucken wir doch mal. Gilet, Melone. Gebe ich gerne ab. Die Alge hier ebenfalls. Alge finde ich sehr allgemein. So. Dich will ich weggeben. Dich will ich weggeben. Dich. Und komm, euch will ich auch weggeben. Nein. Du bleibst schon da, genau so. Und dann kann ich noch hier das wegpflanzen, das. Und alle sind happy. Oh ja, da kann ich ja mal schauen. Irgendwo hatten wir das Ding doch auch hier gehabt, was ich suche. Glaube ich zumindest. Oder auch nicht. Man munkelt. Nee, vielleicht hier. Warst du hier irgendwo vorhanden? Nö, nicht so ganz, aber egal. Nehmen wir eben mal einen anderen Weg. Ihr werdet es ja auf jeden Fall sehen. Ich kann euch nur so viel sagen. Es ist eine Offenbarung. So, hier einmal. Zack. Außer Betrieb. Gut, aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Jetzt habe ich es gespoilert, bevor es tatsächlich in Betrieb ist. Scheiße. Aber egal. Ich dachte, das könnte ich jetzt schon, weil die Junimo ja glücklich waren. Aber offenbar brauchen die noch eine Nacht, um das Ganze zu verwirklichen. Shit happens. Jetzt wisst ihr eben schon, was auf euch zukommt. Auch wenn ich es noch nicht ganz genau ausgesprochen habe, aber... So viel kann man sich im Großen und Ganzen dann natürlich denken. Dann mal ab nach Hause. Wird ja auch Zeit. Ich kann ja doch nicht so schnell reisen, wie ich dachte. Ab nach Hause ohne Pause. Ab nach Hause ohne Pause. Ja, eng wird's jetzt nicht. So, ey, du fettes Pferd, geh mal weg hier. Nee, ablegen muss ich ja gar nichts mehr. Ich kann direkt ins Bett gehen, vielleicht noch die Katze knuddeln. Die freut sich, auch wenn sie schon am Schlafen war. Aber Katzen schlafen ja eh die meiste Zeit des Tages, von daher Jacke wie Hose.
Ah, da haben wir es auch. Na, was ist denn das? Überraschung, es wird irgendwas an den Loren gemacht. Level Up, Minenarbeitsstufe 8 erreicht, plus 1 Spitzhacken-Effektivität und neues Herstellungsrezept, die Megabombe. Wenn das nicht Bombe ist, weiß ich auch nicht weiter. Und ansonsten macht sich Hofarbeit wirklich... Ui, Melonenchili, 550. Nicht schlecht, Herr Specht. Kann man mitleben. 2600 etwas, ein Großteil dadurch durch das Gelee. Warum nicht? So teuer würde ich auch gerne den Gelee verkaufen. Dann würde ich nur noch Gelee herstellen. Aber gut, wir sehen uns dann die Loren mal genauer an in der nächsten Folge. Ging ja diese nicht. Und ich hoffe, ihr seid dann auch dabei, wenn es heißt Daddlezeit mit Stardew Valley. Bis dahin, ciao, ciao.